Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 14 Karrieremodus mit Eintracht Frankfurt. Lang ist's jetzt her, vor allem für mich ist es lange her. Das euer letztes Video war jetzt 3 Tage her, also es ging noch mal, denke ich. Aber für mich ist lange her, dass ich das mal wieder machen durfte, schneiden, kommentieren und so weiter. Ich hatte gesagt, ich war in so einer Art Mini-Urlaub die komplette letzte Woche, wirklich die letzten 7 Tage an sich. Hab jetzt auch nicht viel Zeit heute, denn morgen muss ich arbeiten noch. Aber dann habe ich wieder eine Woche Zeit, um komplett mich nochmal auf ein bisschen YouTube zu konzentrieren zum Beispiel. Denn dann ist die Woche drauf zum Beispiel schon wieder ein zweiter Urlaub. Ja, eigentlich der richtige Urlaub, der auch als Urlaub geplant war. Und zwar bin ich dann ab 2. August in Mallorca und ja, wird bestimmt ganz lustig, ne? Also wenn einer von euch in derselben Zeit da sein sollte, könnt ihr mir natürlich gerne Bescheid sagen. Dann können wir mal einen Trinken gehen. Aber andererseits, ja, habe ich dann eine Woche Zeit, um da ein paar Videos vorzubereiten, und das dürfte da eigentlich kein Problem sein, dass da ein paar mehr Videos kommen als letztes Mal. Da hatte ich halt, wie gesagt, nur ein paar Stunden Zeit, um Videos für eine ganze Woche zu produzieren. Das war halt leider, ja, irgendwie nicht so ganz möglich, wie ich es mir gewünscht hatte. Und von daher nicht wundern. Aber ich hatte es ja zum Glück angekündigt, wer es nicht mitbekommen hat, dem kann ich leider nicht helfen, dass er sich gewundert hat, dass keine Videos kamen. Aber, ja, heute mal denke ich dann wieder, dass es ja einfach weitergeht von diesem Zeitpunkt an. So, wir kommen aber in die Episode und wir sind im ersten Spiel in der Champions League gegen Olympique Lyon. In diesem Moment fällt das 2:0 durch Serge Gnabry. Aber ihr seht, das war ein unfassbar unverdientes Ergebnis zu diesem Zeitpunkt, denn Lyon hatte hier Chancen über Chancen. Aber jetzt mal kurz aufgepasst, Werner, wie schnell ist der denn bitte? Zieht hier der kompletten Abwehr davon und am Ende scheitert er allerdings am Keeper. Trotzdem krasser Sprint hier in diesem Moment. Und ja, aufgepasst. Dann passe ich bei diesem Einwurf kurz nicht auf. Ich glaube, ich habe kurz auf den PC geschaut oder so, als der Einwurf ausgeführt wurde. Und dann war es nicht mehr möglich, das Ganze zu verteidigen. Und so kam Lyon wieder ran. Aber nicht lange, denn dann ist es Gnabry auf den eingewechselten Sonny Kittel in der Mitte, der für die Entscheidung sorgt, das 3:1. Und damit vor allem auch der sichere Einzug in die nächste Runde für uns ist, ja, wahrscheinlich das Wichtigste an diesem Ergebnis, diesem Zeitpunkt. Dann aber noch mal die zwei besten an sich, obwohl das waren diesmal nicht die zwei besten Lyonesen, waren Lacazette und Grenier. Lacazette mit 2 Torvorlagen und Grenier hat einfach sensationelle Pässe gespielt. Und ja, auch wenn das letzte halt von Cocu indirekt vorbereitet wurde, aber trotzdem. Ja, wir gewinnen 3:2 und stehen damit, wie gesagt, in der K.O.-Phase der Champions League. Es ist ein relativ unverdienter Sieg, mal zur Abwechslung. Da hätte Lyon auf jeden Fall gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Aber mit ein bisschen Glück haben wir die Partie doch gewonnen. Und von daher können wir natürlich auch, ja, guten Gewissens in die nächsten Partien voranschreiten. Und zwar ist es so, dass wir die nächste Partie haben gegen den FC Augsburg. Und ja, Auswärtsspiel diesmal. Erste Situation. Hahn kann nicht von Moreno gestoppt werden, aber Wiedwald im Tor ohne Probleme. Dann dieser Zuckerpass von Eriksen aus dem Fußgelenk. Genauer Flasogger. Und der Ersatzmann für Christian Benteke, der zurzeit an einer kleineren Verletzung noch leidet. Mit dem 1:0. Dann nächste Aktion, Lazar Markovic, der ja für viel, viel Geld zu FC Liverpool gewechselt war. Falls ich es nicht bekommen habe, quasi der indirekte Suarez-Ersatz, zumindest von dem Großteil des Geldes wurde in Markovic ja investiert. Denk mal, der wird nächstes Jahr ziemlich heftig werden im Karrieremodus in FIFA, einfach weil er jetzt in der Premier League spielt, noch mehr als übertrieben junges, sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Ich denke mal, der dürfte auch nächstes Jahr wieder mehr als 90 Potenzial haben, nur mal so am Rande als Info vielleicht. Eriksen, der Mann dieses Spiels, erhöht dann auf 2:0, Vorlage und Tor für Christian Eriksen, der so langsam aber sicher bei uns ankommt. Hat keine Fabelsaison bisher gespielt, aber neue Liga, für uns ein neuer Spieler, kann man so natürlich sehen, aber so langsam aber sicher kommt er dann doch in die Saison rein. Ja, das Spiel endet dann noch 2:0 durch, ja, die 2 Tore von von Lasogga und von Christian Eriksen. Und dann meldet sich Benteke zu Wort, der also wieder fit ist.
und sagt, nächste Partie würde er ganz gerne wieder ran. Wir gucken trotzdem einmal kurz in den Mannschaftsbericht. Ich dachte mir, wenn wir jetzt so lange schon nicht mehr den Karrieremodus gezeigt haben, wird es vielleicht mal wieder Zeit, ein bisschen, ja, wie nennt man das, ein bisschen aufzufrischen, die Erinnerung an die Spieler, die wir bei uns im Team rumschimmeln haben. Nicht schimmeln, aber wie es zurzeit da so aussieht. Und ja, ich denke mal, man kann doch sagen, dass wir uns ein relativ gutes Team schon zusammengestellt haben für Eintracht-Verhältnisse natürlich, ne? Und von daher kann ich nicht meckern mit dem Team, was ich zurzeit habe. Macht auf jeden Fall immer noch eine Menge Spaß mit den Teams zu spielen, einfach weil viele, viele geile Spieler dabei sind. Und deshalb kann ich da auch nicht meckern. Ansonsten gibt es noch irgendwas zu erzählen, letzten Tage. Also wie gesagt, ich war im Urlaub eine Woche, außerdem hatte ich da noch Geburtstag. Ja, ich hatte Geburtstag auch noch die letzten Tage irgendwann. Und dadurch fiel es mir natürlich nicht ganz so leicht, Videos zu machen, denn ja, kam dann alles ein bisschen zusammen. Und deshalb war das Ganze nicht möglich. Eine Woche habe ich jetzt, wie gesagt, Zeit, um quasi für die Woche selbst und die Woche drauf zu produzieren. Also ja, quasi doppelt Videoproduktion. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich, weil ich halt wirklich so lange Zeit habe, kein Problem darstellen. Hoffe ich auf jeden Fall, dass nicht wieder was dazwischen kommt. Denn ja, eigentlich möchte ich schon ganz gerne mal wieder ein paar Videos machen und vor allem, wie gesagt, noch ein paar Serien beenden. Ich werde, denke ich mal, Road to Germany, auch wenn WM jetzt nicht vorbei ist und ich nicht weiß, ob das noch jemand gucken will, werde ich es, denke ich mal, trotzdem versuchen zu beenden. Einfach viele Packs nochmal öffnen, um dann diese letzten drei Deutschlandspieler, die ich da noch brauche, zusammenzubekommen. Vielleicht mache ich es in einer Episode, vielleicht in zwei, ihr werdet es sehen. Aber ja, wie ich hatte ja schon mal angekündigt, ich möchte für die meisten Serien, die relativ regelmäßig gelaufen sind, bei mir noch einen schönen Abschluss vor FIFA 15 finden. Und ja, darum werde ich mich nächste Woche mal versuchen zu kümmern. Wir gehen in die nächste Partie und das geht einfach mal viel zu einfach direkt vom Start weg. Christian Benteke 1 zu 0 nach Klassepass von Lazar Markovic und die frühe Führung gegen den Hamburger SV, die aber auch ihre erste Chance durchs Gelbert haben, der knapp vorbeiköpft. Dann aber dieser Riesenbock von Lahm, der einfach mit diesem katastrophalen Spaß spielt. Dann wird Sobich unter Druck gesetzt. Benteke geht am Keeper vorbei. Und das ist viel zu einfach. 2 zu 0. Benteke hatte vorher ja gesagt, er würde gerne spielen wieder in diesem Partie, weil es wichtige Partie ist. Hamburg ist relativ weit vorne in der Tabelle. Und direkt Benteke mit einem Doppelpack. Skelbred, bester Hamburger. Aber dann mit dem 2 zu 1. Also waren sie wieder in der Partie durch eine einzige Aktion. Markovic scheitert wieder am Keeper. Und dann diese Situation kurz nach der Halbzeit. Schade nur mit der Flanke und Benteke schraubt sich da hoch und kann den Ball nur an den Pfosten köpfen. Und dann aufgepasst, wieder so ein Einwurf und ich meine wirklich wieder, dass ich kurz weggeguckt hatte. Und wieder so ein Traumpass, den der HSV diesmal verwertet. 2 zu 2. Alles roch nach Unentschieden, doch dann ging unser 17-jähriges Supertalent, 5 Sterne Game of 5 Sterne Weak Foot, auf Reisen, schickt Malon da und der junge Belgier trifft zum 3 zu 2 kurz vor Schluss und sichert uns letztlich tatsächlich doch noch die 3 Punkte, die ja im Vergleich zu einem direkten Kontrahenten Hamburg, nämlich auf Platz 3 in der Tabelle, wie ihr es vielleicht gesehen habt, nicht ganz so falsch sind und relativ wichtig vor allem. Und ja, ansonsten sind wir fast am Ende der Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich eine Wertung von euch freuen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.